Mathematik für NaturwissenschaftlerInnen präsentiert die Aufgabe der Woche. Heute bin ich am Rande der Vorlesung gefragt worden, ob ich nochmal in einem Video erklären könnte, wie man mit Hilfe von Taylor so nach Minima und Maxima untersucht an irgendeiner Stelle. Und da habe ich mal diese Aufgabe jetzt hier formuliert. Für welche reellen a hat die Funktion fa von x 1 plus x mal Sinus ax dividiert durch 1 plus x Quadrat bei x gleich 0 ein lokales Minimum, für welche ein Maximum? Da wollen wir also rangehen. Wenn wir wissen wollen, wie sich die Funktion da lokal verhält, dann gucken wir uns einfach den Anfang der Taylor-Reihe dieser Funktion an. Sinus kennen wir, das hier kriegen wir irgendwie mit geometrischer Reihe hin. Also legen wir direkt los. Schreiben wir vielleicht hier mal unsere Funktion hin. Fa von x. Jetzt gehen wir als erstes her und entwickeln vielleicht mal den Sinus in die ersten paar Terme. Also hier oben steht 1 plus x mal, wie geht der Sinus los? Der geht los mit dem Argument ax. Und der nächste Term ist kleiner, also schreibe ich hier hin ein klein o von x. Ich habe also sogar nur den ersten Term erstmal des Sinus mitgenommen. Also vielleicht farblich markiert hier, ups, hier aus dem Sinus wurde jetzt das hier. Okay, dann gehen wir auch noch her und entwickeln den Nenner etwas. Also wenn ich hier oben ausmultipliziere, das x jetzt noch mit rein, dann habe ich 1 plus ax² und dann habe ich einen kleineren Term, also ein klein o von x², das ist der Zähler, mal, und aus dem 1 plus x², dem Nenner, mache ich im Zähler ein 1 minus x². So fängt die geometrische Reihe an. Und der nächste Term ist klein, also ein klein o von klein o von x². Okay, also hier orange aus dem 1 durch x² hier unten ist jetzt das hier oben geworden. Gut, und jetzt multiplizieren wir das aus, um von der gesamten Funktion zu sehen, wie geht die los. Ich kann einmal die 1 mit der 1 multiplizieren, das gibt eine 1. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich einen x-Quadrat-Term kriegen kann. Ich kann diese 1 mit diesem minus x-Quadrat multiplizieren und ich kann dieses ax-Quadrat mit dieser 1 hier multiplizieren. Es gibt also zwei Möglichkeiten, wie wir was Quadratisches bekommen. Also hier plus a minus 1 mal x-Quadrat. Ja, und alles Weitere, was ich noch bekommen kann, mit dem kleinen o mit dabei oder den x hoch 4 Term, den kann ich auch in einen kleinen o von x² stecken. Alles Weitere ist ein klein o von x², sind Terme höherer Ordnung. Und jetzt sehe ich wunderbar hier an diesem Vorfaktor, an dem a minus 1 hier, sehe ich jetzt, werden die Funktionswerte größer, wenn ich ein bisschen von der 0 weggehe, oder werden sie kleiner? Also bei x gleich 0 habe ich den Funktionswert 1 und für kleine x-Werte irgendwo nahe bei 0, hier setze ich was Kleines ein, entscheidet das Vorzeichen des hier unterstrichenen, rot unterstrichenen Terms, ob es jetzt nach oben oder nach unten geht. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel a's habe, die größer als 1 sind, dann ist der Vorfaktor hier positiv, dann geht es immer hoch, dann habe ich da ein Minimum. Also Minimum bei x gleich 0 für a größer als 1. Oder umgekehrt, wenn ich ein a habe, was kleiner als 1 ist, dann ist der rot unterstrichene Term negativ. Dann nehmen also die Funktionswerte erstmal immer ab, wenn ich ein bisschen von der 0 weggehe. Dann habe ich ein Maximum bei x gleich 0 für a kleiner 1. So, und einen Fall habe ich jetzt noch gar nicht im Griff. Das ist a gleich 1. Weil da steht jetzt hier nur noch
die Funktion ist 1 plus ein klein o von x Quadrat. Das heißt, der quadratische Term hat mir nicht gesagt, wie sich die Funktion da verhält. Da hätte ich einen Term mehr mitnehmen müssen. Dann holen wir das einfach noch nach. Also, schauen wir hier hin. Bleibt noch a gleich 1. Dann gucken wir die Funktion gleich in dem Fall an. Also f1 von x, das ist 1 plus x mal Sinus x dividiert durch 1 plus x Quadrat. Jetzt entwickeln wir hier wieder fleißig. Jetzt müssen wir einen Term mehr mitnehmen, damit wir was sehen. Also wir beginnen hier den Sinus. Für den Sinus schreiben wir nicht nur x und ein klein o, sondern wir schreiben x minus x hoch 3 Sechstel, so geht der Sinus weiter, plus ein klein o von x hoch 3. Und der Nenner hier ist immer noch 1 plus x Quadrat. Also jetzt habe ich hier, machen wir das wieder rosa wie oben, hier habe ich jetzt einen Term mehr mitgenommen. Jetzt gehen wir her und entwickeln den Nenner noch. Und dann nehmen wir auch einen Term mehr mit. Wenn wir hier im Zähler ausmultiplizieren, kriegen wir 1 plus x². Das kennen wir schon. Das war vorhin hier oben ein ax². Hier ist es noch. Und a ist jetzt 1. Und dann den nächsten Term, den kriegen wir auch noch. Minus x hoch 4 Sechstel. Plus x mal ein klein o von x hoch 3, das ist dann ein x klein o von x hoch 4. Mal, und was machen wir mit dem Nenner? Der ist jetzt geometrische Reihe, 1 minus x Quadrat plus das Quadrat von x Quadrat, also x hoch 4. Und dann kommen irgendwie Terme höherer Ordnung, kleiner sind als das x hoch 4, also ein klein o von x hoch 4. Multiplizieren wir das wieder alles aus. Einmal kann ich die 1 mit der 1 multiplizieren. Wie ist es mit den quadratischen Termen? Naja, die sind gerade jetzt ja so, bei diesem a, dass die weggehen. Das haben wir oben schon gesehen. Also ich habe 1 mal den minus x-Quadrat-Term und ich habe x-Quadrat mal diese 1. Das hebt sich gerade weg. Also es gibt keine Terme mit x-Quadrat. Wie kann ich x hoch 4 Terme kriegen? Nun, ich kann diese 1 mit diesem x hoch 4 multiplizieren. Ich kann diesen x hoch 4 Term mit dieser 1 multiplizieren. Und ich kann noch das x Quadrat mit dem minus x Quadrat hier multiplizieren. Es gibt drei Möglichkeiten, einen x hoch 4 Term zu kriegen. Also ein plus x hoch 4, ein minus x hoch 4 Sechstel und ein minus x hoch 4. Das ist der hier, das ist der und der minus x hoch 4 ist der unterpunktete. Und alle weiteren Terme sind dann kleiner, gehen in das klein o von x hoch 4 hier mit ein. So, hier gehen ein paar Sachen weg. Schreiben wir das Ergebnis nochmal schön hin. 1 minus x hoch 4 Sechstel plus ein klein o von x hoch 4. Und jetzt sehe ich, aha, für a gleich 1 habe ich also auch ein Maximum, denn die Funktionswerte werden jetzt in der Nähe von x gleich 0 kleiner, wenn ich da von x gleich 0 weggehe. Also auch ein Maximum für a gleich 1 und alles bei x gleich 0. Das wollte die Aufgabenstellung von Anfang an so von uns, dass wir an der Stelle gucken. Okay, wenn wir wollen, können wir uns das jetzt noch ein bisschen in Bildchen anschauen, was wir hier gefunden haben. Also wie sah unsere Funktion aus? Lass die mal ein bisschen plotten hier. 1 plus x mal Sinus von, jetzt war hier unser ax. Gehen wir erstmal in den Fall, wo a größer als 1 war. Für a größer 1 hatten wir ein Minimum erwartet, sagen wir zum Beispiel 2x dividiert durch 1 plus
x Quadrat. Gucken wir mal, was das hier macht. Ja, also hier steht unsere Funktion, die 2 hier ist das a, und wir sehen, für dieses a haben wir hier lokal ein Minimum bei x gleich 0. Jetzt könnten wir uns angucken den Fall, wo x kleiner, Entschuldigung, a kleiner als 1 ist, da hatten wir ein Maximum. Ein Fall wäre zum Beispiel, dass Sie hier 0, a gleich 0 wählen, dann ist der ganze x mal Sinus x Term hier oben weg, dann kriegen wir 1 durch 1 plus x Quadrat, das hat natürlich ein wunderschönes Maximum hier bei der 0. Oder einen anderen Wert, wo a kleiner 1 ist, wählen wir wegen mir mal 1/2. Da kriegen wir auch hier lokal ein Maximum. Für alle a's kleiner 1 haben wir ein Maximum bei x gleich 0. Und jetzt gucken wir uns noch den kritischen Fall an, a gleich 1. Also wir haben hier einfach x mal Sinus x im Zähler stehen. Da haben wir auch ein Maximum gefunden. Und wir sehen das jetzt auch hier in dem Plot, dass das Maximum ein bisschen anders aussieht, weil das war ja nicht durch den quadratischen Term bestimmt, sondern durch den nächsten, durch den x hoch 4 Term. Und wir sehen hier oben deswegen dieses sehr breite Ding, was dann erst danach steiler wird. Das ist der Unterschied von so einer x hoch 4 Parabel zu einer x hoch 2 Parabel. Das können wir sogar in dem Bildchen hier so ein bisschen erkennen. Okay, Taylor als Methode, um auf Minima, Maxima an einer Stelle zu untersuchen. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal.